Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei City Skylines. Ach, mal eins vorweg, wenn einer von euch diesen Mod im Workshop gefunden hat, wo es darum geht, dass die Häuser, die quasi abgerissen werden können, automatisch abgerissen werden. Dafür ein Link, das wäre echt klasse. Oder ein Name, wird mir schon reichen, wie das Ding heißt. So. Da ist ein Dieb. Ich bin am Überlegen, wir haben immer noch eine große Nachfrage nach Industrie. Das sollten wir erstmal befriedigen. Das machen wir mal als erstes. Das wieder weiter ausbauen. Und hier hinten haben wir noch ein Wasserproblem. Das müssen wir natürlich sofort lösen. Dass uns da gleich wieder die neue Industrie gleich wieder abwandert. Wobei, ich gerade überlege, was habe ich denn jetzt hier falsch gemacht? Ich werde mal einen Überblick verschaffen. Denn eigentlich ist ja das Gebiet hier für Bergbau gedacht. Na, wie man sieht, ist das hier noch das ganze Gebiet und ich habe jetzt hier irgendwie aus Versehen Holz reinbekommen. Das wird daran liegen, dass das Gebiet... Doch, das ist richtig aufgeteilt. Was ist hier los? Da ist irgendwas beim Speichern anscheinend falsch gelaufen. Gleich mal wieder Erzindustrie zu. Oder habe ich hier gerade irgendwas... Nee. Weil Holz hatte ich hier. Ja. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber da ist doch auch Erzindustrie. Ich habe mich gerade verguckt, oder? Ja, muss wohl. Gut, was ich gerne hätte, um den Verkehr weiter zu entlasten, bevor wir jetzt hier noch groß weiter ausbauen, wäre... Und sie an die Bahnlinie anzuschließen. Und zwar hätte ich ja ganz gerne den Güterverkehr, aber den können wir so nicht leisten. Der kostet 60.000. Das müssen wir noch ein bisschen sparen. Ich würde mal die Zeit beschleunigen. Gut, dann müssen wir das anders lösen. Und zwar in dem Falle... hier noch mal ein bisschen weiter rausziehen, die Straße. So. Ja, und den Güterbahnhof, den würde ich dann so in dem Bereich ganz gerne haben. Lass mal schauen. Kann es von der Entfernung gerade nur schätzen, aber wahrscheinlich so wird sich das so ungefähr belaufen, denke ich mal. Und wir machen es einfach mal hier gerade rüber. So. Okay. Ich kann schon mal alles vorbereiten. Kann ich auch hier noch ein bisschen Industrie lang machen. Mal Wasser. So. Strom muss ich dann mal gucken. Was wir da noch brauchen. Könnten hier noch die Straße rüberziehen. Ja, wir können die auch verbinden. Ist ja auch keine Ampelkreuzung. Das passt schon. Und brauchen dann aber auch hier gleich wieder... Das Gebiet ist ausgeweitet, ist gut. Dann ziehen wir noch Wasser rüber. So. Und
und machen da gleich nochmal Industriegebiet von. Ich weiß nicht, wird diese Ecke hier noch mitgenommen? Ah, ich würde es, glaube ich, jetzt noch lassen. Ich kann hier die beiden aber noch... Selbst wenn es hier eine normale Industrie entsteht, ist es auch egal. Gut. Das wächst fleißig. Mein Gebäude ist abgebrannt. Kümmern wir uns gleich mal drum. Ja, ich bin auch am Überlegen, ob wir das Ganze hier platt machen. Denn durch die Einbahnstraßen ist das so schwer zu erreichen, auch für die Feuerwehr. Das ist halt immer so eine Gurke. Oder wir müssten halt wirklich dann... Da kommst du kaum hin. Das ist Blödsinn. Das ist echt Blödsinn. Ich frage es, wohin dann damit, ne? Ich wollte jetzt sagen, das kommt da vorne weg. Das eh dann immer abbrennt. Gut, können wir hier hinten halt weiter ausbauen, die Industrie. Das wächst ja eh gerade. Dass wir meinetwegen sagen, hier kommt noch normale Industrie mit ran. Das machen wir doch gleich mal. Und müssen dann später mal überlegen, ob wir den vielleicht auch einen normalen Bahnhof hier noch ranpacken, damit die Arbeiter hier vernünftig hinkommen. Ne? So, dann bauen wir das hier alles mal aus. So. Dann kommt hier auch gleich Strom hin. Und werden dann hier das mal alles wegnehmen. Ich nehme mal den Pinsel. Zack. Die werden quasi umgesiedelt. Das macht es der Feuerwehr. Krankenwagen und allem, was dazugehört, wesentlich leichter. So. Müssen wir noch nicht mal abreißen. Die werden so runtergenommen. Das finde ich auch sehr gut. Und könnten dann das auch hier alles ein bisschen verschönern noch, ne? Weil es ist ja Tor zur Stadt quasi. Beschweren sich da jetzt, sie haben keinen Strom, aber ihr sollt weg. So. Ich kann mal schauen nach dem Strom, ob nicht hier... Sorry. Genau, das ist auch überflüssig. Das können wir auch mal wegnehmen. So. Passt. Sieht's denn hier mit Müll aus? Auch nicht alles ganz gut versorgt. Feuerwehr. Ganz schlecht hier oben im Industriegebiet. Und da oben fehlt mir ein bisschen Strom. Und um die Buslinie wollten wir uns auch noch kümmern. Ne? Strom, ja doch, klappt jetzt anscheinend. Ja. Das sieht gut aus. Feuerwehr. Also wir brauchen hier definitiv eine. Ich würde fast sagen, wir setzen eine kleine hier hin. Natürlich auch wieder 12.000. Ne? Haben wir jetzt unseren Güterbahnhof zusammen? Ja. Das reicht jetzt nicht ganz, aber wir können ja sowieso die Schienen ein bisschen ranführen. Machen wir es mal auf dieser Höhe. So, und der braucht dann aber Strom. Nee, hat er schon. Das reicht. Okay. Dann müssen wir natürlich mit Schienen verbinden, das Ganze. Ich weiß es eigentlich nicht, wie das ist mit den Bahnhöfen.
Bei den Transport von Personen weiß ich, da müssen wir eine Verbindung quasi machen, also so einen Fahrplan geben, aber doch nicht beim Güterverkehr, oder? Kann ich mir zumindest jetzt nicht vorstellen. So, nehmen wir auch dann die schöne Anbindung. Er sagt aber hier noch, Strom hätte immer noch ein Problem. Okay, ja, Strom ist ein bisschen eng. Das heißt, wir müssen uns nochmal um Strom kümmern. Dann legen wir mehr Budget aus, was ich nicht so gern machen würde, da der Kontostand eh nicht so gut aussieht. Ach, wie machen wir das? Wir können es gerade so eben noch versorgen, ne? So, erhöhen wir das Budget ein bisschen als Übergang. Nochmal auf 111% und schauen mal, ob es jetzt reicht. Ja. Könnten wir auch erstmal so lassen. Ja, da bin ich mal gespannt, wie die hier dann am Arbeiten sind. Wann hier der erste Zug kommt. Aber es wird hier anscheinend schon fleißig eingelagert. Die ersten LKWs fahren schon. Schon niedlich gemacht. Also mein Plan ist erstmal mehr so auf Industrie und so weiter zu setzen, dass halt Geld reinkommt. Und in dem Zuge natürlich mit den Bürgern das weiter auszubauen, dass wir halt immer genug Leute da haben an Arbeitern und so weiter. Jetzt mal die Zufriedenheit hier angucken. Okay. Bevölkerung. Gut. Simultube Hills wollte ich dann auch nochmal so ein bisschen schauen, was wir hier nochmal machen müssen. Das soll ja hier unser Nobelviertel werden, ne? Und zwar würde ich auch gerne hier nochmal eine Richtlinie reinpacken, dass wir so Technologie, na, bin ich natürlich immer für. Ich würde da noch was packen. Ich weiß gar nicht, haben wir das jetzt schon mittlerweile? Ne, warte mal, falsch. Richtlinien. So. Stadtplanung. Hier, Hightech-Wohnhäuser. Verwandelt Wohnhäuser in viel angesagtere Smart Homes. Das braucht ihr doch, oder? Zack. Mal gespannt, was da jetzt von wird. Das ist ja auch interessant hier für eine Industrieflächenplanung. Ermöglicht der Industrie durch die Nichtbeachtung einiger Sicherheitsregeln noch effizienter zu arbeiten. Verdoppeln die von Industriegebäuden produzierten Waren. Ich glaube fast, das machen wir mal. Dafür die doppelten Waren. So, Besteuerung. Das machen wir mal später, wenn wir größer sind. Jetzt am Anfang noch nicht, wo das Wachstum wichtig ist. Und hier tut sich schon so ein bisschen was. Die entwickeln sich, da gucken wir dann später hier nochmal rein. Ne? Also hier ist jetzt Hightech-Gebiet auf jeden Fall. Verkehr läuft noch gut, deswegen würde ich jetzt noch ein wenig vernachlässigen, die Busgeschichte. Wir müssen allerdings uns weiter ums Wohngebiet kümmern. Und zwar nehmen wir hier mal zweispurig mit Gras, dann entsteht zwar hier eine Kreuzung, aber das macht nichts. Ich gehe auch nicht zu weit runter, weil da unten ja das Windkraftwerk ist. Ja auch mal Geräusche macht, ne? Das ist immer mal so. Und dann würde ich schon wieder so ein bisschen hier reingehen. Wegen den
Abwasserpumpen. So, hier ziehen wir ein bisschen rum. Ja, warum nicht? Warum nicht? So, Wasser ist hier teilweise nicht da. Ja, gehen wir so noch rüber. So, Strom wird sich dann ergeben. Und hier würde ich aber dann auch dicht besiedelt machen wollen. Vielleicht sogar die Kleinen hier lassen. Und die dann auch später nochmal in Hightech umwandeln oder so. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall sollten wir dann jetzt erstmal von Einwohnern wieder nettes Wachstum haben. So, wir haben jetzt auch 3000, nehmen wir jetzt ein pro Dings. Und wenn wir uns die Feuerwehr leisten können, ich glaube, das können wir jetzt auch, dann mache ich das da drüben nochmal mit dem, dass die mehr produzieren. Einfach mal so als Test. Hier immer noch Stromprobleme. Okay, Moment. Da müssen wir Abhilfe schaffen, das hilft nichts. So, dann kommt jetzt hier noch ein Dritter hin. Vierter. So, das sollte jetzt klappen. Ja, wie gesagt, dringend eine Feuerwehr. Ja, ich hätte die ganz gern so ein bisschen mittig irgendwie. Kommt ein. Das reicht für die hinteren immer noch nicht aus. So, Richtlinien. Stadtplanung. Und wir probieren das aber mal aus. No. Wir kriegen jetzt hier doppelte Produktion. Es wird alles ein bisschen gefährlicher, aber... Großunternehmer, Wohltäter, verdoppeln hier. Ein Gewerbegebiet ist das. Ne, okay. So, wir sollten aber, weil wir jetzt so hochgehen von der... Ja, das war alles auch ein bisschen vernachlässigend, würde ich sagen. Wir müssen auf jeden Fall ein paar Rauchmelder haben. Okay. So, wie läuft's denn hier? Da fährt die erste Bahn durch. Boah, was für ein LKW-Verkehr. Damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Okay. Das ist ja der Hammer. Ich glaube, da sollten wir mal so einen Kreis ziehen, dass der Verkehr wieder weglaufen kann. Und... Dann nehmen wir mal was mit Lärmschutz. Nee, so nicht. Ich will jetzt keine Gebäude zerstören. So. Drehen trotzdem noch um aktuell. Und wir könnten noch eine Strecke rüberziehen, dass die aus diesem Gebiet, wenn die die Bahn nutzen wollen, dann könnten die ja auch hier rüberfahren, ne? Das machen wir mal. Steht zwar hier auch eine Kreuzung, aber... Das ist, glaube ich, nicht so wild. Zur Not machen wir doch später nochmal einen Kreisverkehr von
Und da hätte ich dann aber auch den Anschluss ganz gerne hier dann an der Kreuzung. Das heißt, später eventuell auch ein Kreisverkehr. Oder wir sagen, nee, da fließt so viel lang. Kriegen hier einen eigenen Anschluss nochmal. Gut, machen wir es erstmal so. Boah, 9000 kostet der Spaß. Dafür würde ich hier noch ein bisschen die Holzwirtschaft ausweiten. So. Ich überlege gerade. Ich sehe das Holzzeichen nicht. Das hatte ich aber auf jeden Fall gemacht. Machen wir so hier runter noch so ein bisschen. Und so langsam müssen wir uns dann doch um die Busse kümmern, ne? So. Wasser, ganz dringend. Was? Gefälle zu steil? Irgendwie schwach. Okay, Strom sollte sich verbreiten, das wird klappen. Wird denn so ein Zug eigentlich aufgeladen? Boah, schon nett animiert. Und es wird auf jeden Fall auch sehr gut angenommen, ne? Okay. Schauen wir nochmal in unser Hightech-Gebäude vorbei. Ob sich hier was getan hat im Wohngebiet. Noch nicht so wirklich. Parks. Sind hier auch keine. Das geht natürlich gar nicht, ne? Was kosten der? 7,5. Ich würde sogar hier noch das Randgebiet so ein bisschen mitnehmen. Was nimmt denn der da weg? Zwei Häuser. Hier wird irgendwas mit der Straße? Wieso meckert er mit der Straße? Das verstehe ich nicht. Wir bauen es mal hier hin. Das sieht gut aus. Hier wird gleich aufgewertet. Ah, und hier sind jetzt schon diese Hightech-Häuser, ne? Schon nett. Dann unser neues Gebiet hier wächst auch ganz gut. Da müssen wir mal wieder gucken wegen der Bildung und so weiter. Aber das sehen wir uns beim nächsten Mal vor. YouTube, ich danke euch fürs Zuschauen. Und ja, Einnahmen sprudeln noch nicht so wirklich. Haben jetzt auch wieder eine größere Nachfrage nach Gewerbegebiet. Das werden wir natürlich dann auch noch erweitern. Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.